Bericht. Was man nicht sieht, sie ist extrem rechts. Eine Dauerleugnerin, die öffentlich auch hier in Berlin auftritt und dabei bekräftigt, den Holocaust gab es nicht. Gaskammern in Auschwitz auch nicht. Das KZ war kein Vernichtungs-, sondern nur ein Arbeitslager. Ihre Verteidigung sagt Meinungsfreiheit. Die Anklage wirft ihr Volksverhetzung vor. Mehrfach ist sie deshalb schon bestraft worden. Ursula Haferbeck, 88 Jahre alt, Witwe eines früheren NSDAP-Führers. Selbst vielfach wegen Volksverhetzung verurteilt. Zuletzt, wenngleich noch nicht rechtskräftig, sogar zu Freiheitsstrafe. Eine unbelehrbare? Nur 10 Wochen nach dieser Verurteilung kommt es in Berlin zu der Tat, für die sie sich nun abermals vor Gericht verantworten muss. Januar 2016 in Lichtenrade. In einem Gasthof eine öffentliche Veranstaltung. Dabei unter anderem Berlins NPD-Chef Mehnen. Haferbeck referiert über Bücher, in denen der Holocaust bezweifelt wird, und zieht folgendes Fazit. Das ist die einzige mögliche Schlussfolgerung. Den Holocaust hat es nicht gegeben. Es hat ihn nicht gegeben. Es steht im Internet. Und immer mehr Juden sagen es auch. Nun abermals der Vorwurf der Volksverhetzung, den die 88-Jährige bestreitet. Sie habe lediglich wissenschaftliche Thesen erörtert. Sie bezweifle nicht den Holocaust, wohl aber die hohe Zahl von 6 Millionen ermordeter Juden. Warum ich zweifle? Weil mir kein Ort genannt wird, wo es stattgefunden hat. Aber wir lesen das doch nun in den Schulbüchern, in wissenschaftlichen Büchern. Ja, natürlich, ich lese aber auch diejenigen, die das erfunden haben. Habe ich Ihnen ja erzählt. Das ist doch identisch. Eine Frau offenkundig in ihrer ganz eigenen Welt und offenkundig verbohrt, obwohl sie zugibt, nie in Auschwitz gewesen zu sein. Zweifeln Sie an der Zahl oder an dem Umstand an sich oder wie kann ich das verstehen? An der Vergasung, weil in Auschwitz keine Vergasung stattgefunden hat, wie die Befehle eindeutig sagen. So. Mehr kann ich nicht sagen. Sie brauchen doch nur die Literatur zu lesen. Das tue ich doch auch. Vor Gericht entscheidender Beweis, der Filmausschnitt eines Reporters des ARD-Magazins Panorama. Seine Redaktion beobachtet die vielfache Holocaust-Leugnerin seit Jahren. Nach meiner Einschätzung ist Frau Haferbeck eine überzeugte Nationalsozialistin. Sie ist eine Hitler-Anhängerin. Frau Haferbeck ist eine Überzeugungstäterin. Sie wird, glaube ich, nicht sich durch andere weitere Gerichtsprozesse oder auch Verurteilungen aufhalten lassen. So sieht das auch das Gericht. Die Richterin registriert eine wörtlich gewisse Uneinsichtigkeit, weil also weitere Straftaten zu befürchten sind, ein Urteil ohne Bewährung. 6 Monate Gefängnis. Wiedersehen, meine Herren. Wiedersehen.